Liebe Studentin, lieber Student, wir üben jetzt Verben mit festen Präpositionen. Diese müssen Sie lernen, also Sie müssen die Struktur kennen. Hier zum Beispiel auf etwas oder auf jemanden aufpassen. Nach auf steht hier der Akkusativ. Aufpassen ist ein trennbares Verb. Ich sage Ihnen nach einer kurzen Pause die Lösung. Nummer 1. Eltern müssen auf ihre Kinder aufpassen. Nummer 2. In der Pause muss der Lehrer auf Schüler aufpassen oder auf seine Schüler aufpassen. Nummer 3. Der Autofahrer in der Stadt muss auf Fußgänger aufpassen. Nummer 4. Ich passe auf den Verkehr auf, bevor ich eine Straße überquere. Bitte pass auf meine Tasche auf. Ich muss kurz austreten. Nummer 6. Passen Sie auf die Dinge, die Ihnen wichtig sind, gut auf. Danke und tschüss.